Hallo alle zusammen, diesmal wird es um die folgenden Mats gehen: Chaos Vorrichtung, Chaos Achse und Chaos Oculus. Was müssen wir dafür tun? Wir werden gleich die Ruinsoldaten abfarmen. Wir haben insgesamt ca. 190 Stück auf der Map und das werden wir gleich tun. So, Shop ist klar, Sternenstaub, können wir die Mats auch nochmal kaufen. Und ja. Mehr gibt es dazu nicht zu erzählen. Ich würde sagen, wir beginnen direkt einfach nur in Sumera mit der Farmroute. Also ich mache das diesmal gebietsweise. Sumera, Inazuma und so weiter. Alles klar, wir beginnen an dem Teleporter. Okay, und direkt hier unten haben wir zwei Stück davon. Wo sind meine Krits schon wieder hier? Okay, und da vorne geht's dann direkt weiter. Hier sind nochmal zwei. Das wäre das gewesen. Dann geht's rüber zu diesem Teleporter. Und hier müssen wir ein bisschen rüber fliegen. Dann hier hoch. Dann hier. Können wir gleich eigentlich laufen, genau. Und hier klettern wir noch etwas weiter hoch. Aufpassen, nicht runterfallen. Zur Not, so wie ich, ein bisschen langsamer. Und dann klappt das Ganze. Und da vorne haben wir es schon. Bow your head. Let the mighty be humbled. So, das wären drei Stück gewesen. Von hier aus geht's hier rüber. Dann müssen wir jetzt mal wieder etwas fliegen. Direkt hier unten. Befindet sich die erste. Ich habe hier gedacht, der Blöde schleicht, aber nein. Tut er nicht. Okay. Und dann sehen wir da vorne nochmal zwei. Hier ein bisschen mehr gewesen. Und da oben ist noch mal einer. Justice is blindsided. Bow your head. Das wäre das, dann geht's hier hin. Und genau diese Richtung einschlagen. Da sehen wir ihn schon. Okay, das wäre das. Und da oben auf dem Berg. Kommen wir nochmal an. Sehen wir ihn schon.
Ja, von hier boten wir hier hin. Und hier können wir gleich theoretisch sliden. Nicht wirklich. Und dann muss ich ja einmal das Team tauschen. Nicht so gut, aber okay. Ist wie es ist, dann müssen wir hier den Ruhe reinnehmen. Für eine kurze Zeit. Okay, und jetzt können wir hier in Ruhe darüber. Dann brauchen wir nicht so weit laufen. Und da ist er auch schon. Haben wir insgesamt 3 Stück waren das, glaube ich auch. So, den hätten wir. Und da vorne ist nochmal einer. Und da hinten ist nochmal einer. So, und dann den letzten. Der sich hier irgendwie so komisch positioniert hat. Eigentlich ist er da oben. Naja, wie auch immer. So, wenn wir das haben, warten wir hier rüber. Und ich sollte wieder mein Team switchen. Ah, my apologies. Damit wir etwas schneller unterwegs sind. Und zwar die Frau hier rein. Okay. Und ja, hier lang. Hier mal sehen. Das wäre das gewesen. Dann boten wir zu der Ini hier rüber. Und müssen hier runterfliegen. Nicht aktiviert, schade. Und dann schnell laufen. Aber hat nicht ganz geklappt. Dann das Loch. Und da vorne sind sie. Da liegt ja noch was. Da liegen irgendwelche Mats. Cool. Irgendwas hier nicht eingesammelt. Okay, und ja. Müssen hier einmal pullen und dann taucht er auch auf. Also, die tauchen dann auf. Aua. Ja, mir ein böser Weg dran. Okay, das wäre das gewesen. Dann geht's rüber zu dieser Inni. So, hier müssen wir ein bisschen klettern und direkt hier auf die Inni und dann hier drüben. Einfach hier hoch aufpassen, nicht aus Versehen irgendwie runterrutschen oder so. Jetzt, genau hier. Also ich habe es hier mit Laufen probiert, das dauert viel zu lang. Deswegen habe ich hier gedacht, okay, wir klettern. Und genau hier haben wir 2 Stück. Das wäre der gewesen, den hätte ich gesehen. Wow. Warum tut er mir so heftig weh? Böser Bub. Okay, das, der zweite Spawn eigentlich, der hat sich zu mir geportet. Dann laufen wir wieder in die Richtung von der Inni. So, den Pilz hole ich mir. Okay. Und
Dann müssen wir hier einfach runter. Da seht ihr schon die nächsten drei. Was wären die gewesen? Dann müssen wir hier noch etwas weiter rein in die Höhle. Und den Gegner geht's nicht, den lassen wir einfach mal stehen. Aber hier vorne haben wir wieder die Ruinsoldaten. Das war der eine und hier gibt es noch einen, glaube ich. Ja, genau da oben. Genau der sich gerade versteckt hat. Okay. Und das wäre das gewesen. Dann porten wir einmal hier hin. Und schlagen diese Richtung ein. Und da oben haben wir noch mal welche. Oder? Okay. Bisschen zu früh, ne? Na gut. Meine komplette Rotation kaputt gemacht hier. Ich bin mir. Okay, das wären die beiden gewesen. Und dann wollten wir ganz kurz in Fontaine. Da haben wir nur zwei Stück, deswegen da mache ich keine einzelne Route für. Das lohnt sich gar nicht. Die holen wir jetzt einmal hier und gut ist. Best appreciated. Ja, da ist er. Okay. Und das wäre der. Und da vorne haben wir nochmal einen. Okay, okay, okay. Der steht hier um die Ecke. Ich unterbrich mich mal vorsichtshalber, das ist ja. Die ärgern mich. Okay. Das wäre das. Dann geht's hier wieder rüber. Und zwar genau hier hin. Zu dem Teleporter. Und dann drehen wir uns hier um und laufen zurück. Also weg vom Boss. Und hier oben. Genau hier. Wir haben drei Stück davon. Das waren die gewesen. Von hier aus porten wir einmal zu dem Teleporter. Und laufen hier in die Mitte erstmal. Und hier müssen wir einmal schauen. Es ging in die Richtung, genau. So, hier war der, wieder viel zu früh. Ich vergesse das jedes Mal, dass die nicht sofort angreifbar sind. Und dass die immer wieder abbauen. Okay, das wäre der gewesen. Dann laufen wir einfach hier geradeaus wieder. Genau die beiden. Set
etwas weiter haben wir noch mal welche. Noch mal zwei Stück. Von hier aus geht's einmal etwas weiter runter in die Bosshöhle. Müssen wir uns einmal umdrehen und hier reinlaufen. Und auf der anderen Seite sehen wir diesen Eingang. Da müssen wir hin. Unterbrochen. Dann gehen wir hier durch. Und hier oben waren sie. Ja, das sind die beiden. Gerade noch gesagt, ja. Die sind nicht sofort angreifbar und ich, was mache ich? Ich drücke sofort wieder die Elementarfähigkeiten. Oh Mann. Okay, das wären diese beiden gewesen. Und jetzt müssen wir einmal hier hin. Ja, und da gab es was Interessantes für mich zumindest. Ich habe da eine Truhe ausgelassen. Bei den Gegnern, wo wir jetzt hinlaufen. Also hat sich bei mir doppelt gelohnt. Okay, wir müssen einmal dorthin. Und hier rein in diese Höhle. Wie gesagt, ich habe mich ganz schön gewundert, als ich den Probelauf gemacht habe, dass ich hier auf einmal noch eine Truhe habe. Fertig, cool. Nehmen wir gleich mit. Okay, genau in die Richtung. Und da vorne sind die auch gleich schon. Da seht ihr die schöne Truhe. Ich fand's schon interessant, wie gesagt. Und die holen wir uns jetzt einmal ab hier. Und das Bondi. Reichweite. Na gut. Okay, das wäre in dem Netz gewesen. Wie gesagt, jetzt habe ich noch eine Truhe mehr hier. Ja, das wäre es mit Sumera gewesen. Jetzt würde ich sagen, machen wir einfach mit dem besten Teil weiter. Mit Inazuma. Dafür porten wir einmal hier hin. Zum Donnerboss. Okay. So. Also wenn wir hier angekommen sind, dann geht's ja mal in die Richtung. Und zwar machen wir die beiden, die etwas weiter entfernt sind, erstmal. Also auf der Insel lohnt sich das auf jeden Fall mit den Abfahren. Hier sind schon ein paar mehr. Ja, in der Summe ja generell mit den Soldaten lohnt sich. Okay, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass die angreifbar sind. Nicht, dass ich schon wieder irgendwas erzündet. Okay, das waren die ersten beiden. Dann geht's hier hin. Da ist der nächste. So, den hätten wir auch. Hier vorne haben wir drei Stück.
Ich schon sagte, das lohnt sich ja definitiv, das Ganze einmal abzufarmen. Du konntest mich gerade nicht bewegen. Okay, das sind die drei gewesen. Dann haben wir hier vorne nochmal einen. Und die nächsten beiden kommen schon mal entgegen. Okay, das wären die beiden, die hier sind eigentlich. Jetzt geht's in die Mitte. Haben wir nochmal drei hier direkt am Eingang. So, Eingang zur Höhle. Das ist schon echt unglaublich hier. So, alles klar, fleißig einsammeln. Dann geht's runter. Nicht zu tief. Wir müssen hier direkt zu denen. Beiden. Das wäre das. Dann gibt es hier vorne noch mal einen. Der ist wieder nicht eingreifbar gewesen. Okay. Der ist auch erledigt. Ja, dann geht es etwas tiefer. Und zwar genau hier. Das Schöne ist, wenn ich diese Farmrouten mache, ich entdecke jedes Mal irgendwie eine Kiste oder so, die ich irgendwann mal ausgelassen habe. Ich finde das total nice. Hier ist nämlich auch schon wieder so eine Kiste, die ich warum auch immer damals vor Jahren, sage ich mal, ausgelassen habe. So, und dann haben wir hier vorne die nächsten. Okay, das sind die beiden. Dann geht's noch tiefer. Und zwar genau hier vorne. Da ist auch die Kiste, die ich, warum auch immer, wie gesagt, ausgelassen habe. Damals. Ja. So schön. Dann nehmen wir auch direkt die Kiste mit. Ja, wir wären dann hier in dem Bereich jetzt durch. Dann porten wir hier hin. Und fliegen in diese Richtung. Das ist nicht weit. Aber auch wieder, ich meine, 3 oder was? Jo, das sind 3 Stück. Range schlecht nicht aus. So, wo ist der? Da ist er. So. Den haben wir auch. Alles klar, dann geht's hier hin. Also in der Summe ist es eigentlich am einfachsten, die zu farmen. Als davon so viele gibt hier. Ach, schon wieder zu früh. An oversight on my part. Okay.
dann porten wir hier hin. Und da vorne sehen wir schon einen, der uns entgegenkommt. Und mir erstmal eine mitgibt. Das ist schon lustig. Okay. Der haben wir erledigt. Dann laufen wir zu dem da hinten. Der andere hat schon Agro. Oh gut. Und dann vielleicht gleich zu mir. Ah, der kommt so langsam angekrochen, ne? Dann porten wir hier hin. Müssen hier etwas laufen. Aber hier rüber. Und hier vorne sind sie schon und warten auf uns. Dann porten wir hier hin, da wo der Boss ist, da rein. Wir müssen zurücklaufen, genau, da sehen wir ihn schon. Ja, dann hier waren eigentlich drei Stück, meine ich. Da sind alle drei, wir wollen sie alle mal. Okay. Das wären die gewesen. Dann geht's hier nach oben. Und wir fliegen hier rüber. Da sehen wir die drei Stück. Und hier ist noch einer. Also vier Stück gleichzeitig. Am besten alle gleichzeitig aufpullen. Genau da taucht der vierte jetzt auf. Erstmal ausradiert. Von hier aus porten wir hier hin. Hier müssen wir einmal runter. Und da vorne gab es einen Eingang. Von oben war es am einfachsten. Wir können auch von unten gehen eigentlich. Aber wir gehen mal von oben. Genau, da ist die Höhle, die wir brauchen. So, dann geht's hier rum und da vorne sind sie. So, damit die beiden auftauchen, die hier sind, müsst ihr hier einmal hochklettern und ich sag mal diese Pflanzen hier berühren. Dann tauchen die beiden auf. Vorher sind sie nicht da. Aber wenn man da einmal hochklettert ist, tauchen die beiden auf. Von hier porten wir dann einmal zu dieser Idi. Und müssen hier einmal direkt an der Idi hochklettern. Genau so. Ach, komm. Mach, Kollege. Okay, dann hier
gibt es so einen Höhleneingang. Da ist da runter. Und hier vorne waren die drei Stück, die wir uns hier holen können. Klar, die hätten wir auch ausgelöscht und dann können wir hier einmal rüber. Das werden wir jetzt auch einmal tun. Und zwar können wir hier nach oben. Okay. Und dann müssen wir in diese Richtung laufen. Da wo dieser große Skorpion ist. Dann haben wir hier genau wieder diesen Eingang. Jetzt dürfen wir nicht so weit fallen. Genau hier. Ist der eine. So, den hätten wir auch erledigt. Von hier porten wir einmal zu dem Teleporter. Und wir an den erstmal und fliegen hier einfach erstmal rüber zu der Insel. Dann hier hin. Und hier haben wir nochmal vier Stück. Ich hoffe, ich sauf jetzt nicht ab oder so. Das wäre ganz schlecht. Okay. Easy. Alles geplant, alles easy. Okay, dann, wie ich schon gerade sagte, hier sind noch mal vier. Na gut, der will nicht so wie ich will, aber okay. Alles klar, das wären die gewesen. Und von hier porten wir zu der Ini. Wenn wir hier sind, nehmen wir das Ding und fliegen einmal nach oben. Und starten direkt mit dem, der hier am Stand rumläuft. Wo ist er? Vorne ist er. So, dann geht's in die Richtung. Stand entlang einfach. Hä? Ich hab da eine Kiste. Das ist unfassbar. Dann nehmen wir den. Ich habe da echt eine Kiste. Das ist echt unfassbar. Okay, dann holen wir uns den nächsten, der hier vorne ist. Dann holen wir uns einmal die Kiste da oben. Ich habe schon die zweite Kiste hier. Während der Farmroute. Das ist cool. Das ist echt cool. So, dann geht's nach oben. Abandoned property belongs to whoever finds it first. So, it's legally yours now. Interessant. Und hier oben haben wir nochmal einen. Verdanklich, der ist tot. Okay, der hat viel gedroppt. Und der letzte auf dieser Insel befindet sich hier vorne. Ja, genau, stopp. Stopp das mal. Soll das, wieso aus für mich? So, dann porten wir wieder zurück zu Ini. Nehmen schon wieder dieses Ding.
Dann geht's darüber zu der Insel da vorne. Energie. Alles klar, das müsste ausreichen. Dann schwimmen wir hier rüber und da haben wir, wie ihr sehen könnt, die nächsten. Wir gehen jetzt hier mal nach oben. Und ihn einfach mal weg. Dann den. Okay. Hier ist nichts mehr, ne? Alles klar, dann geht's hier rüber. Hier müssen wir einfach runterjumpen. Er ist ganz unten. Vorne ist er. Das wäre der gewesen. Dann geht's rüber zu dem Teleporter. Dann zu der Insel da vorne. Ja, die pullen auch einfach nur alles, was geht, ne? So, und hier drüben. Genau der. Okay, dann geht's wieder zurück. Und vorne wenn noch mal einen. Laufen wir hier einfach weiter am Strand. Oder nicht am Strand, wie auch immer. Genau an der Stelle hier. Und wenn noch mal ein. Den haben, geht's hier hin. Und dann hier erst drüber. Und hier würde ich Folgendes machen. Ich würde erst die Insel machen. Weil es etwas einfacher ist. Kann man nämlich entspannt rüberfliegen. Genau. Erst diese beiden. Das Boot hier vorne. Und gehen zu dem hier. Von hier aus bohren wir hier rüber. Und müssen zu der Insel rüber.
So, das wären die beiden gewesen. Und jetzt müssen wir ja hier runter. Zu dem Teleporter. Dann laufen wir in diese Richtung. Und hier vorne haben wir direkt 3 Stück davon. Dann geht's ja durchs Fenster und wir können hier runter. Hier unten wir direkt in den. Okay, dann geht's hier einfach nur weiter rein. Da vorne sehen wir auch schon wieder 2 Stück. Ist da einer abgehauen oder was? Der eine hat sich einfach mal verpieselt. Okay, das wären die gewesen. Dann gehen wir hier hin. Dann hier rein. Hier ist ja einer. Dann geht's hier durch. In den Raum. Und hier haben wir die nächsten beiden. Okay. So, dann geht's hier hoch. Tür hier vorne. Und hier sind sie auch schon. Die letzten beiden in dieser Höhle. So, von hier porten wir einmal hier rüber. Und dann Richtung Norden hier. Genau, das waren 2, meine ich. Okay. Nicht angreifbar. Der eine wird gar nicht gepult. Mit dir, wach auf. Okay. Und was ist das noch? Von hier geht's zu dem Teleporter nochmal zurück. Dann müssen wir mal hier rüberlaufen zu dem Roboter, der da sitzt. Nicht cool. Ja, nicht cool. Warum auch immer der jetzt nicht gewechselt hat. Passiert. Okay, wir laufen jetzt einfach stumpf weiter. Wir leben den hier wieder. Und
gehen zu denen, die hier ja, im Hügel hier liegen. Bow your head. Okay, das wären die gewesen. Das haben wir und dann orten wir einmal hier hin. Und da sind sie schon. So, dann darüber. Hier am Strand war das. Genau, da laufen die beiden. Okay. Und dann geht's hier hin. Und wir fangen hier an den Teleporter. Okay, laufen erstmal hier durch die Tür und hier runter. Seht ihr diesen Durchgang? Da müssen wir durch. Okay, genau hier müssen wir hin. Wind, hear me. Settle down. Okay, und der letzte. Hier waren vier Stücke jetzt insgesamt. Dann geht's hier rüber durch diese Höhle. Mal hier hoch. Von dem kriegt ihr gleich die Agro, aber das ist völlig egal. Wir müssen hier einmal nach oben. Genau zu gehen. Klar, das sind die drei, dann da vorne an ja, der großen Tür haben wir ebenfalls nochmal zwei. Die erstmal wieder nicht angreifbar sind, das ist so doof. Das wäre das gewesen. Dann geht's über zu dem Teleporter. Und einmal zurücklaufen. Und da sehen wir sie schon. Genau, hier sind auch immer drei. Wo sollte das denn jetzt hingehen? Das wäre das. Dann geht's weiter hier hin. Dann müssen wir hier einmal hochklettern. Auf die kleine Insel hier drüben. Hier haben wir zwei Stück wieder. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle oder so. Das wäre ziemlich doof. Ja, das wäre ziemlich doof. Fassbar, ey. Echt unfassbar. Schmeiß mich das Ding einfach nur runter. Ja, richtig doof, ey.
hab's noch gerade gesagt, ne? Naja, egal. So, dann fliegen wir zu der Insel darüber. Gerade nur gesagt, aufpassen, dass ich da nicht runterfliege, ne? Ach ja. Ist wie es ist, ne? So. Den Pollen und den Pollen. Jetzt schon, der nicht eingreifbar. Okay. Das wären dann die beiden gewesen. Dann geht's einmal zu dem Teleporter. Und genau hier haben wir wieder zwei Stück. Einmal der und der. Wir haben auch nicht vor aufzugeben. Okay, das war das gewesen. Und da vorne seht ihr die nächsten beiden. So, alles mitnehmen. Dann wieder zum selben Teleporter. Und jetzt, wo dieser Roboter langläuft, den folgen wir erstmal. Dann ignorieren wir den natürlich gekonnt. Und müssen hier einmal hoch. Da seht ihr den ersten und hier ist der zweite. So, den haben wir. Dann uns noch den Kollegen. Okay. Das wäre das gewesen. Dann geht's hier rüber. Zu dem, der auf der Treppe ist. Den hätten wir, dann geht's weiter runter. Zwar da vorne war noch mal einer. Der Abgrundboten ignorieren wir gekonnt. Oh, Kollege, wo bist du? So, das wäre das gewesen. Und dann geht's hier hin. Und genau hier unten drunter, sofort. Das wäre der gewesen. Dann geht's hier einfach der Straße, sage ich mal, folgen. Genau der. So, dann haben wir da vorne noch mal einen gehabt. Nee. Stimmt gar nicht, die waren unten. Müssen wir einmal hier runter. Ja, genau, hier waren sie. Da sind sie. Da sind sie gewesen. So, die beiden. Dann geht's zum selben Teleporter.
Jetzt aber in die andere Richtung, hier runter. Dann hier vorne sind ebenfalls drei. Stehen so gut verteilt. Die jetzt auch erledigt, dann warten wir hier hin. Genau hier unten. Wir sind schon da. Okay. Von hier aus porten wir zu diesem Teleporter. Und müssen hier einmal einfach runter. Und hier finden wir nochmal drei Stück. Okay, jetzt bleibt nur noch die große Kluft. Dafür bohrt mir als erstes hier an den Teleporter, wo der Boss ist. Na gut, der letzte Abschnitt, große Kluft, wie ich schon sagte. Hier haben wir nicht mehr viele, das war auch schon durch mit der Route. Das wären die ersten drei hier und dann geht's hier einmal nach oben. Und zwar zu den drei. Bei euch ist hier erstmal nur einer. Wenn ihr näher kommt, werden es drei. Ja, hier spawnen die beiden. Okay. Das wäre das gewesen. Dann geht's ja mal rüber auf die andere Seite, kann man sagen. So, genau diese Richtung, da sehen wir ihn schon. Ah, ist er. Okay, hier spawnt sogar noch einer. Sehr gut. Blatt, bitte. Na gut, dann nicht. Okay. Das wären diese beiden gewesen. Und der letzte Teleporter, den wir benutzen werden, ist an dieser Stelle. Hier müssen wir einmal in diese Richtung. Einmal am besten eher etwas höher. Und da hinten seht ihr die beiden schon. Fliegen da mal rüber. Und holen uns die zwei. Silence.
zurück. Und einmal umdrehen und hier oben. Direkt am Teleporter befinden sich nochmal zwei Stück, aber das sind doch schon die letzten, die ich in die Farmode hier reinnehme. Okay, sehr cool. Das ist immer nice, wenn ich zum Ende hinkomme. Alles klar, das ist ja das gewesen. Alles klar, ich gehe jetzt mal wieder ein bisschen zielen und schauen, was uns das Ganze jetzt hier gebracht hat. Also, wir haben 179 Gegner erfarmt. Und was hat uns das Ganze gebracht? Lasst uns einmal ins Inventar gehen und schauen. Alles klar, und zwar von Gauss Vorrichtung haben wir insgesamt 451 Stück Plus. Dann die Gauss Achse. Haben wir 117 mehr und von den Chaos Oculus haben wir insgesamt 34 mehr. Wie ich schon eigentlich immer erwähnt habe, wir haben noch immer die Möglichkeit hier im Shop mehr davon zu kaufen, aber bei den Mats ist das eher, ja, ich sag mal, davon abzuraten, weil es gibt mehr als genug davon auf der Karte. Und da kann man den Sternenstaub irgendwie anderweitig nutzen. Okay, das wäre schon gewesen. Ich danke fürs Zuschauen, sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.